CDU-CSU-Fraktion als nächster Redner das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. Ich freue mich auch auf die Beratung, weil und auch das ist wieder mal ein Kompliment sozusagen für die Grüne, Frau Brandner, weil Sie tatsächlich in weiten Teilen wichtige Themen auch für uns angesprochen haben. Und da werden wir viel darüber debattieren und überlegen, auch wo wir noch Handlungsansätze weiterentwickeln. Soweit ist das ein interessanter Antrag, den Sie vorgelegt haben. Ein Zitat finde ich besonders gut. In den zurückliegenden Jahren hat sich der Kinderschutz erheblich weiterentwickelt. Das ist also auch ein Ergebnis der Arbeit der Großen Koalition. Dass Sie das so bestätigen, sehe ich mal als Erfolg unserer Arbeit an. Was haben wir erreicht? Sie haben vieles angesprochen. Ich will das gerne wiederholen. Anfang 2016 wurde die Aufarbeitungskommission beim unabhängigen Beauftragten für sexuellen Kindesmissbrauch eingerichtet und damit erstmals, und ich glaube, das ist wichtig, eine auf nationaler Ebene angesiedelte unabhängige Kommission. Sie haben angesprochen, das Frage Sachverständigenrecht, Qualifizierung der Gutachter. Das war uns auch besonders wichtig, gerade mit Blick auf das, was Sachverständige und Gutachter im Familienrecht an Bedeutung haben. Denn die entscheiden ja mit ihrem Gutachten teilweise darüber, was mit dem Kind passiert. Und soweit war und ist es wichtig, dass wir hier mit der Änderung des Sachverständigenrechts den richtigen Weg eingeschlagen haben. Wir diskutieren zurzeit ja sehr intensiv, auch mal etwas strittig, über eine Studie, die uns wichtig war zum Thema Kindeswohl, weil es für uns wichtig ist, dass wir einfach erkennen müssen, unabhängig objektiv, wie geht es Kindern nach Trennung und was erleben Kinder nach Trennung. Ich glaube übrigens in diesem Bereich Kinderschutz ist der Komplex Forschung noch unterentwickelt. Ich halte immer sehr viel davon, genau zu wissen, was passiert, um dann die richtigen Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Bundeskinderschutzgesetz wurde angesprochen. In weiten Teilen konnten wir ja schon Dinge auch umsetzen. Und dann haben Sie angesprochen, die Zusammenarbeit, die Teamarbeit zwischen den in der Jugendhilfe oder im Kinderschutz in der Jugendhilfe beteiligten Gruppen. Und da darf ich auch sagen, für die Union, weil das sozusagen unser Gedankengang auch war, da haben wir, glaube ich, jetzt mit der Kinderschutz-Hotline, die kommen wird, auch das Richtige auf den Weg gebracht. Denn was ist wichtig bei der Vernetzung von Jugendhilfe und Gesundheit, dass diejenigen, die mit Kindern arbeiten und diejenigen, die den Auftrag haben, zu überprüfen, was ist den Kindern passiert, gab es eine Vernachlässigung, gab es einen Missbrauch oder Ähnliches, dass wir denen die größtmögliche Unterstützung anbieten. Ein Arzt an einer Notfallambulanz am Wochenende, wenn er ein Kind bekommt, was erkennbar sozusagen eine Verletzung hat, muss er beraten werden. Wie geht es weiter, sozusagen, wie kann er medizinisch beraten werden mit der rechtsmedizinischen Analyse, aber auch die Frage, was muss Jugendhilfe leisten. Das haben uns viele Mediziner auch gesagt, dass Misshandlung und Missbrauch erkannt werden müssen. Und deswegen ist diese Kinderschutz-Hotline auch so wichtig, meine ich, die im April 2017 starten wird, weil endlich mal dann, wenn Ärzte nicht genau wissen, was ist da passiert, sie sich Informationen abholen können. Auch bei der Frage rechtlich, was müssen sie machen, wenn sie hier einen Missbrauch oder eine Misshandlung erkennen. Ich glaube, das war ein großer Erfolg auch von uns in der Großen Koalition. Und wir als Union hatten das ja vorgeschlagen, das wird kommen. Richtig ist die Qualifizierung von Ärzten, von Jugendamtsmitarbeitern, von Familienrichtern, auch mit Blick auf rechtsmedizinische Grundkenntnisse. Das war sozusagen im Kontext auch der Kinderschutz-Hotline eine wichtige Forderung. Und ich finde hochinteressant auch Ihre Einlassung mit Blick auf die Kinderschutzgruppen. Ich glaube, da sind wir alle, haben wir hier alle eine klare Position. Diese Modelle dieser Kinderschutzgruppen in Krankenhäusern sind sehr positiv. In Deutschland haben wir ja auch viele Modelle. Ich glaube, auch hier in Berlin. Dort wird also zusammengearbeitet auf mehreren Ebenen und ich glaube, dass dieses noch ausbauwürdig ist, diese Kinderschutzgruppen, weil man es hier hinbekommt, dass man auf strukturierte Art und Weise nicht nur analysiert, was ist passiert, sondern auch sozusagen die Folgewirkung bespricht. Und da braucht man einen Psychologen oder braucht man vielleicht einen Sozialarbeiter oder braucht man natürlich die Mediziner. Und ich glaube, diese Frage Kinderschutzgruppen werden wir uns demnächst noch intensiver anschauen. Aber zum Kinderschutz gehört auch das, was uns momentan, glaube ich, sehr intensiv bewegt, nämlich natürlich haben wir eine Diskussion über eine Reform, die ansteht zum 8. Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe. Dazu muss man sagen, dass, glaube ich, wir stolz darauf sein können, dieses KJHG, wie es so schön heißt, ist wirklich eine Errungenschaft der Kinder- und Jugendhilfe, vor 25 Jahren auf den Weg gebracht, nach intensiver Diskussion mit den Betroffenen, mit den Trägern und mit den Verbänden, heißt jetzt in der Diskussion, was ist zu beachten. Für uns, und das sagen wir ganz deutlich, stehen zwei Punkte zentral übergeordnet im Mittelpunkt. Erstens, wir reden hier über Hilfe zur Erziehung. Und Unterstützung oder Leistung ist keine Hilfe. Und wenn es darum geht, wird bei der SGB-8-Reform und es gibt Reformvorhaben oder es gibt Reformschritte, die wichtig sind, die Jugendhilfe muss früher zielgenauer und bedarfsorientierter arbeiten. Aber auf eins werden wir niemals verzichten,
dass es einen individuellen Anspruch gibt auf eine Hilfeleistung. Das ist Kern im KJHG und das ist für uns wichtig, dass die Kinder wissen und die Familien wissen und die Eltern wissen. Es gibt nicht irgendwo eine Unterstützung, wenn eine Notfallsituation eintritt, sondern es gibt eine klare Hilfe. Das werden wir auch in den Diskussionen deutlich mit einbringen. Und für uns ist es wichtig, dass der kooperative Gedanke der Jugendhilfe mit Eltern gemeinsam, Jugendamt, Träger, Eltern, Kinder, dass dieser kooperative Gedanke weiterhin bestehen bleibt. Also wenn wir dort eine Reform durchführen, werden wir das auch ganz deutlich so formulieren. Alle müssen mitarbeiten im Sinne des Kindes. Das heißt, wir werden ja in den nächsten Wochen und Monaten intensiv darüber diskutieren, wie es mit dieser Reform weitergeht. Ich will nur noch einmal sagen, wir haben 124.000 Gefährdungseinschätzungen im Jahr 2014. 124.000 Fälle, wo der Verdacht aufgekommen ist, 7% als im Jahr davor, wo der Verdacht aufgekommen ist, dass Kinder Gewalt, psychische, physische Gewalt erleben, sexuelle Gewalt erleben oder vernachlässigt sind. Das ist für eine Gesellschaft, für unsere Gesellschaft nicht hinnehmbar. Und dass diese Zahlen weiter steigen, ist nicht hinnehmbar. Und das wird uns auch als Jugend- und Kinderpolitiker weiter bewegen müssen. Ich lasse es nicht zu, und wir dürfen es nicht zulassen, dass eine Anzahl von Kindern in diesem Land, vergleichbar mit einer mittleren Stadt, dass die sozusagen Jahr für Jahr gefährdet sind. Deswegen müssen wir genau überlegen, was wir machen. Das tun wir auch. Und die SGB-8-Reform, wie und wann auch immer, das werden wir sehen, könnte einen weiteren Punkt bedeuten. Deswegen bin ich sehr dankbar für den Antrag und für den Impuls, die Diskussion Kinderschutz, Vernetzung, Gesundheit, Medizin, Jugendhilfe zu diskutieren. Das werden wir gerne tun. Ich glaube, wir haben bereits in der Großen Koalition viel erreicht und Gutes gemacht. Aber das Gute kann man ja noch etwas weiter ausweiten und noch besser machen. Und deswegen freue ich mich genauso wie Sie auf die gute Diskussion bei uns im Ausschuss. Danke. Norbert Müller hat für die Fraktion Die Linke als Nächstes.